Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Herzlich willkommen zur Roten Couch auf Antenne Kaiserslautern. Heute an meiner Seite Eva Estonell-Borull. Sie ist die Leiterin des Informations- und Beratungszentrums der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. und die geschäftsführende Vorstand vom Förderverein Mama Papa hat Krebs Kaiserslautern e.V. Frau Eva Estonell-Borull, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind und ein bisschen in das Thema einführen. Was macht die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.? Hier in unserer Beratungsstelle in Kaiserslautern, wir haben zwei Beratungsstellen in Gersweiler Weg und im Klinikum. Wir betreuen auch die gesamte Nord- und Westpfalz, ja, mit einigen Außenstellen. Wir betreuen alle Krebspatienten und Angehörigen im psychosozialen, psycho-onkologischen Fragen, jeden Alter, von Kleinkindern bis zu einem hohen Alter von 100, ja, sind alle Patienten und Angehörigen bei uns willkommen. Das heißt, jemand in der Familie ist betroffen von Krebs, die Familie weiß nicht so richtig vielleicht, wie sie damit umgehen soll. Es gibt ja immer wieder Fälle, wo selbst die Betroffenen sagen, ey, ich komme damit klar, aber dann Kinder oder Frau, Mann, je nachdem, nicht mit klarkommen und die kommen dann zu Ihnen und denen wird geholfen. Genau, so sieht's aus. Wir haben ein multidisziplinäres Team mit Sozialpädagogen, Psychologen, Pädagogen, ja, die sich um alle Belangen der Krebspatienten und der Familien kümmern. Ob das jetzt die Kinder sind, zu sagen, was sage ich meinem Kind, wie sage ich es meinem Kind, ja, oder auch ältere Leute, die sagen, wie geht es weiter mit meinem Leben, was mache ich mit der Diagnose, was sind viele von den sozialrechtlichen Belangen, die mich jetzt interessieren müssen, Krankengeld, Kur, wie geht es weiter, wie geht es nach der Krebserkrankung weiter, kann ich weiter in meinem Beruf arbeiten, oder auch älteren Menschen, die sagen, wir müssen einfach auch sehen, wie wir mit dieser Diagnose, mit unseren Familien zurechtkommen, ob das jetzt verschiedene Vollmachten sind und. Darüber kümmern wir uns. Wie ist dann der Förderverein Mama Papa hat Krebs Kaiserslautern e.V. entstanden? Ich meine, er ist hier sehr, sehr bekannt. Sie haben auch sehr prominente Fürsprecher, beziehungsweise die mit Ihnen zusammen daran arbeiten. Wie ist diese Idee gewachsen wie wurde sie geboren? Vor etwa 11, 12 Jahren, eine Kollegin und ich haben irgendwann mal zusammengesessen und haben gesagt, wo kommen plötzlich die vielen kleinen Kinder in den Familien her? Und da war uns irgendwann, sag ich, kriegen die Leute früher Krebs? Nein, es ist einfach so, dass die Leute später Kinder bekommen und oftmals, wenn Krebs kommt, es sind doch sehr oft kleine Kinder in den Familien. Wir haben dann gesagt, was können wir tun und haben uns viele, viele Projekte im In- und Ausland angeguckt, haben mit vielen Menschen telefoniert. Zeitgleich kam dann der damalige FCK-Kapitän Martin Amedick auf uns zu, wollte sich mit uns einbringen, dem hatte ich dann meine Idee geschildert. Er hat gesagt, toll, ich bin mit dabei, der von Anfang an dabei saß. Und wir haben ein Projekt entwickelt, erlebnispädagogische Elemente, wir haben Beratungselemente für Familien, für Kinder, wir machen Familienaktionen, wo Eltern und Kinder dabei sind, Und eben auch Familienfreizeiten, also wirklich verschiedene Ansätze. Darauf wollen wir gleich noch mal ein bisschen näher eingehen beim nächsten Teil hier auf der Roten Couch bei Antenne Kaiserslautern. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Willkommen zurück auf der Roten Couch bei Antenne Kaiserslautern. An meiner Seite ist Eva Estonell. Frau Estonell, Sie haben uns jetzt gerade schon einen kleinen Einblick gegeben, was die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. macht. Und natürlich auch Mama Papa hat Krebs e.V. Kaiserslautern oder Kaiserslautern e.V. Sie betreuen Familien, wo ein Familienteil betroffen ist von Krebs. Meistens geht es dann auch um die Kinder, um denen so ein bisschen beizubringen, was passiert jetzt eigentlich da? Wie läuft das bei Ihnen ab? Wie sieht so eine Betreuung aus, was jetzt Kinder angeht, was aber auch einfach die Familienmitglieder angeht? Also wir betreuen die ganze Familie. Wer braucht unsere Hilfe? Was ist die Fragestellung? Also da ist einfach ab und zu mal die ganze Familie in der Beratung da. Was sage ich meinem Kind? Wie sage ich meinem Kind? Auch vor allen Dingen an dem Punkt ist, wenn es vielleicht auch zu einer sehr schlechten Prognose kommt, sind wir auch öfters mit dabei, um die
die Familie mit vorzubereiten, aber auch zu sagen, was können wir tun, um den Kindern zu zeigen, sie sind nicht allein mit diesem Thema. Haben wir sehr viele Familienaktionen, Kinderaktionen, wir gehen mit den Kindern klettern, wir spielen Fußball mit den Kindern. Wir haben Familienaktionen je einmal pro Monat, das heißt also auch die Eltern sind mit dabei. Wir gehen entweder Minigolf spielen oder wir gehen ganz viele Aktivitäten. Unser Pädagoge, der Herr Klees, der lässt sich da ganz viele Sachen einfallen. Und da sind auch immer die Kinder, die wissen, dass alle Kinder, die mit dabei sind, sind von diesem Thema betroffen. Mhm. Und wir haben deshalb auch dieses Projekt so genannt. Nicht Projekt Schmetterling oder irgendwas, sondern Projekt Mama, Papa hat Krebs, damit es den Kindern auch klar wird, wo bin ich hier. Und wir haben sehr gute Erfolge damit. Oftmals wollen die Kinder vielleicht auch mal eine Einzelberatung. Durch diese Aktionen kriegen sie Vertrauen zu uns Betreuern. Und dann kommen auch manchmal auch diese Einzelbetreuung, wollen vielleicht Mama und Papa ein bisschen schonen und sind dann auch mit bei uns. Wir machen auch einmal im Jahr eine Familienaktivität, eine Familienfreizeit. Da sind wir 4 Tage mit den Kindern unterwegs und den Eltern. Ja, dieses Jahr wieder mit 40 Kindern und Eltern. Und das ist immer sehr schön, wird sehr gut angenommen. Vor allen Dingen alle unsere Angebote, alles, was wir tun, ist kostenfrei, weil Krankheit leider auch arm macht in unserem Land. Und oftmals können die Eltern sich das auch nicht mehr leisten, mit den Kindern diese speziellen Dinge zu tun. Ja, ins Montemare zu gehen oder ganz viele andere Geschichten. Da haben wir ganz viele Helfer, die uns helfen, die dann auch sagen, dann kommt doch mal zu uns und wir haben diese kostenfreien Aktivitäten bei den verschiedenen Anlagen. Okay, wie ist das? Sie können jetzt aus Erfahrung sprechen. Geht jedes Kind unterschiedlich damit um? Also ich denke jetzt mal rein psychologisch gesehen, klar, jeder geht anders mit so einer Message um. Was sind so die Punkte, wo Sie dann bei Kindern ansetzen? Ich bin jetzt selbst Vater von 2 Töchtern. Ja, die Kleine ist noch viel zu klein, um irgendwas zu verstehen in die Richtung. Die Große ist jetzt 6 Jahre alt. Die weiß schon so ein bisschen Dinge einzuordnen. Im Vorgespräch haben wir selbst schon gesagt, die haben eine gute Intuition. Die wissen, wenn irgendwas nicht stimmt. Wie gehen Sie da auf wirklich junge Kinder ein und erklären denen dann, dass Mama oder Papa eventuell sterben kann? Also es ist einfach so, was fragen die Kinder und was wollen die Kinder auch wissen? Und wir sind immer sehr, sehr offen damit und sagen auch zu den Eltern, bitte seid ehrlich zu den Kindern. Kinder merken, dass zu Hause etwas nicht stimmt. Und Kinder wollen wissen, was es ist. Kinder beziehen alles auf sich selbst. Wenn Mama oder Papa traurig sind, habe ich etwas getan? Was ist mit meinen Eltern? Wir wollen die Routine aufrechterhalten. Es ist ganz wichtig für ein Kind. Und da sind wir einfach dabei zu sagen, wo steht das Kind, was braucht das Kind, auch mit den Eltern und den Kindern zusammenzuarbeiten, um da wirklich die richtige Message und die richtigen Worte zu finden. Gleich Thema auf der roten Couch, Prävention. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über Mann und Frau gesprochen, wer sich da immer so ein bisschen drückt, zur Prävention zu gehen, zur Vorsorge zu gehen, das wird ja gleich auf der roten Couch hier bei Antenne Kaiserslautern. Die rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und CityPolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Zurück auf der roten Couch bei Antenne Kaiserslautern. An meiner Seite immer noch Eva Estornell. Wir haben gerade über den Verein Förderverein Mama Papa hat Krebs Kaiserslautern e.V. gesprochen. Wer auf Sie zukommt, wer auch an Sie rantritt, was Sie dann auch tun können, um vor allen Dingen auch mit Kindern umzugehen. Sie kümmern sich um die ganze Familie, das haben Sie gerade schon gesagt. Es gibt ja immer wieder so ein paar, man sagt, die Männer, die scheuen sich so ein bisschen davor, Krebsprävention, Untersuchung, Darmkrebs dann vor allen Dingen oder Prostatakrebs dann nicht ganz so angenehm. Was sagen Sie, warum sollte wirklich jeder Mann, auch wenn es noch so unangenehm ist, 10 Minuten investieren, um da zum Urologen zu gehen? Es ist einfach so, dass jeder Krebs, je früher erkannt wird, so besser sind die Heilungschancen. Wir haben immerhin mittlerweile, sind wir so weit, dass wir über 50% der Menschen können Langzeit geheilt werden. Und da ist einfach so, den Körper sich mal anzugucken und auch reinzuhören und zu sagen, was stimmt denn mit meinem Körper nicht? Tut er was weh? Zwickt er was? Was ist da? Einfach mal offen zu sein für den eigenen Körper und zu sagen, vielleicht ist das nicht so, wie es sein sollte,
und auch alle Vorsorgemaßnahmen, die wir haben, für die Früherkennung tatsächlich auch auszunutzen und zu sagen, bei den Männern, bei den Frauen ist immerhin fast 50%, ja, die gehen, bei den Männern ist es leider unter 20%, aber ich hoffe, dass diese Zahl noch steigen wird, ja. Es tut nicht wirklich weh, es ist unangenehm, aber es tut nicht weh. Okay, jetzt um beim Klischees zu bleiben, irgendwann fängt die Trauer an oder muss man sich auch mit Trauerarbeit auseinandersetzen, wenn es um das Thema Krebs geht. Wie ist es da, wie unterscheiden sich Männer und Frauen? Kann man das in zwei Lager unterteilen, dass man sagt, okay, die Männer, die brauchen ein bisschen länger, um damit klarzukommen, bis die sich überhaupt mal öffnen in ihre Richtung, oder ist es sehr individuell? Ja, Männer und Frauen sind eben verschieden sozialisiert. Ja, wir sehen das auch in der Beratungsstelle, dass wir eben auch sehr viel mehr Frauen sehen als Männer in der Beratungsstelle in jedem Alter. Und Männer ist dann nochmal eine gewisse, haben gelernt, viele Dinge mit sich selbst auszumachen. Ja, aber ich muss immer sagen, wenn sie erstmal bei uns sind, kommen sie auch sehr gerne und öffnen sich auch sehr gerne und reden auch über die Probleme oder auch die Sachen, die sie wirklich plagen. Ja, und das ist, wird auch sehr gut angenommen von Männern. Wenn ich jetzt zu Hause einen sturen Mann sitzen habe als Frau, ja, der einfach sagt, okay, ist jetzt so, fertig, aber die Frau kommt nicht damit klar oder auch umgekehrt, dann geht es aber auch, dass ich zu ihm komme und kann sagen, okay, pass auf, mein Ehepartner ist davon betroffen, dem ist das nicht egal, aber der geht sehr cool damit um, ich schaffe das aber einfach nicht. Dann bieten sie aber auch trotzdem Hilfe an. Das heißt, es muss nicht immer der Betroffene mit vor Ort sein. Ich sehe ganz viele Angehörige, da habe ich den dazugehörigen Patienten nie gesehen, ja, weil einfach diese Situation da ist. Es ist oftmals auch so, dass die Patienten selbst in dieser Maschinerie drin sind, etwas tun und selbst das Gefühl haben, sie machen etwas dagegen. Die Angehörigen stehen oftmals daneben und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und da wird oftmals auch die Hilfe vielleicht auch nötiger gebraucht. Wie lange ist eine Familie durchschnittlich bei Ihnen in der Beratungsstelle? Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, das fängt nicht an mit der Diagnose und hört mit dem Tod auf, sondern das geht noch weiter. Also es ist je nachdem, wann die Familien zu uns kommen, die vielleicht sehr oft. Oftmals sehen wir es auch erst, wenn die Kinder tatsächlich Probleme entwickeln. Meistens kommen dann die Eltern, wenn schulische Probleme da sind. Wir bieten auch Nachhilfeunterricht an mit einer Studentengruppe von der TU. Und nach dem Tod eines Elternteils sehen wir die Familien oftmals um die 2 Jahre. Bis so lange braucht es, damit sich eine neue Routine, ein neues Leben für die Familie entwickelt hat. Ja. Man muss auch sagen, ungefähr 1/3 aller Kinder, die wir sehen in unserem Projekt, sind leider bereits Halbwaisen. Okay. Im nächsten Teil der Roten Couch möchten wir nochmal so einen kleinen Aufruf machen an euch, liebe Lautra, denn das Altstadtfest steht vor der Tür und ihr könnt den Verein Mama Papa hat Krebs unterstützen. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Zurück zum leider schon letzten Teil auf der Roten Couch bei Antenne Kaiserslautern. An meiner Seite immer noch Eva Estonell. Frau Estonell, wir haben jetzt wirklich sehr viel über die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz gehört. Wir haben sehr viel über Mama, Papa hat Krebs e.V. gehört. Generell sind Sie ja auch auf Hilfe angewiesen, von außen, von anderen, von den Bürgern oder von Initiativen, ganz egal. Wie ist denn hier die Solidarität in Kaiserslautern? Wie würden Sie das beurteilen? Also die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz finanziert sich ja zu fast 100% über Spenden. Und ich muss sagen, dass wir hier in Kaiserslautern, wir haben noch 3 weitere Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz, die vielleicht in Regionen sind, die etwas reicher sind als wir, aber wir muss sagen, die Solidarität und die Hilfe, die wir hier erfahren in Kaiserslautern, ist unbeschreiblich, ja, dass Leute auf uns zukommen, wir könnten doch da mal das machen oder jenes, die wirklich Aktivitäten auf die Beine stellen, um Spenden für uns zu akquirieren, um alle kostenfreie Beratungsangebote, die wir für Patienten und für Angehörige und die Familien haben, wirklich finanzieren zu können. Und da bin ich sage, ich kann immer nur
nur sagen, frage und es wird dir geholfen. Ja, das stimmt für Kaiserslautern 100% zu. Ich bin da immer wieder begeistert, was die Leute hier auf die Beine stellen können. Da kommen wir auch schon direkt zur Frage, wollt ihr helfen? Ihr könnt nämlich helfen am Altstadtfest. Am Altstadtfest, genau. Wir haben wieder bei der Werkstatt von Café Zinantes in der Salzstraße haben wir unsere Loszentrum aufgebaut. Es gibt wieder Tausende von Lose. Jedes zweite Los gewinnt. Ja, jedes Los kostet 1 Euro. Viele Leute kennen uns bereits, kommen auch einfach mal vorbei, um mit uns zu reden. Es ist eine tolle Atmosphäre, sehr schön. Wir fangen Freitagabend an bis Sonntagabend. Und wir brauchen noch Losverkäufer, ja? Also bitte, wenn ihr Lust habt, wenigstens auch eine Stunde oder zwei vorbeizukommen und einfach mal zu sagen, ja, ich helfe, meldet euch bei uns in der Krebsgesellschaft, ja? Und ich würde mich freuen, viele von euch zu sehen. Okay, dann als letzter Punkt noch die Kontaktdaten. Wo finde ich Informationen? Ja, unter www.krebsgesellschaft-rlp.de oder www.mama-papa-hat-krebs.de und da steht alles drin oder Telefonnummer Kaiserslautern, die 311 0830. Frau Estonel, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns so einen Einblick in das Thema gegeben haben. Dankeschön, wir werden natürlich weiterhin den Verein unterstützen und wir sehen uns spätestens auf dem Altstadtfest. Alles klar, Dankeschön. Gerne. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect.